So, machen wir doch gleich mal weiter. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Nicht warum, aber ich finde die sympathisch. Aber Weasleys sind immer sympathisch. Ich habe die auch in den Filmen gemocht. Die waren einfach super. Oh, jetzt hat's aber geruckelt. Was ist das hier? Na, PlayStation, wie sich schwach auf der Brust. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Wenn überhaupt. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Bis jetzt hat uns noch keiner gefunden. Aber die Weasleys, ne? Die sind super. Ein bisschen chaotisch, aber super. So, einer der... Sind, waren die nicht hier? Waren die nicht zumindest die Gebrüder Weasleys bei Hufflepuff? Yay. Also ich finde die Playstation. Bei manchen Sachen ist die Playstation doch ein bisschen schwach auf der Brust. Ich will aber mal was gucken. Nicht, dass sich irgendein Update da eingeschlichen hat. Und mich aus dem Performance-Modus rausgebracht hat. Aber eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was. Fidelity bedeutet. Wir bleiben bei Performance. Mir ist die Grafik relativ egal. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Na dann. Das ging. Ivanesco. Ups. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Die Stimme passt nicht zu der freundlichen Dame. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Ich finde es halt interessant. Ist das? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. War sie die ganze ich warte Zeit hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Ich Vielleicht hat man dir einen längeren an. Aufsatz zugewiesen, Warum als du erwartet hattest. Ein bisschen um, Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit Professor. Mir treffen willst. Ergebenst T. Wer ist das? Oh, meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Also würde mir jetzt missfallen, wenn ich jetzt so lange hier so in dieser Position rumalbern würde. Kann ich das auf mich selbst wirken? Nee, ne? Mondstein? Krieg ich Mondstein oder brauche ich Mondstein?
Ab hier! Yay. Ups. Raum der Wünsche. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Haltet den Eindringling auf! Oh, welchen Eindringling? Eindringling. Ja, machen wir mal schick. Na, das sieht doch schon besser aus. Da hat jemand die Toilette weggespült, weil er dann im normalen Klo... Aber... Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Hä? Vielleicht hast du dir das gerade gewünscht? Okay, das ist schon cool. Revelio. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Gibt's hier noch irgendwas? Da habe ich doch noch was gesehen. Habe ich das so extrem verkackt? Oder bin ich einfach nur zu doof? Ja, bin zu blöd, hab's verkackt. Alles. Reveal. Okay, das. Ah, okay, verstehe. Ach hier. Nee. Also ganz so blöd war ich nicht. Ich komme da nicht dran. Naja, vielleicht mit dem Sprung, aber wird da drin sein. Ein bisschen Gold. Sieht jetzt nicht so aus, als bräuchten wir es. Ja, die Lampen sind cool. Dass die von alleine platzfrei schweben und wieder zurückkommen. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Revelio. Ein goldener Schnatz. Ach hier. Revelio. Man kann nicht auch etwas abstoßen? Ich meine schon, ne? Ja. Wozu bin ich dann hier lang gegangen? Ach hier. Warte mal. Irgendwie muss ich doch da hinkommen.
Ich glaube, ich habe da eine Idee. Kann ich hier oben rüberklettern, wenn ich das Ding herziehe? Ich soll noch ein bisschen herziehe. Schnacks. Ja, die Frage ist nur, was hilft mir das hier? Ach hier. Kann ich da durch? Also, dass der Typ hier nicht durchkommt, ne? Warte mal, lass mich mal überlegen. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich habe drei Plattformen, die ich bewegen kann. Ich kann aber nirgends hier raus. Oh. Hat doch geklappt. Okay. Ich weiß nicht, ob das hätte so sein sollen, aber... Neue Handschuhe, die schauen gut aus. ...28, keine Eigenschaft angewandt. Ja, Gold ist natürlich immer besser, aber... Ich habe das Gefühl, ich spiele auch das Level größtenteils mit. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Hat die Mademoiselle doch extra gemacht. Die lässt uns doch nicht umsonst alleine. Cutscene! Da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Dick, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Ich sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Das sieht doch wieder irgendwas Komisches. Der Raum erledigt den Rest. Ich glaube nicht.
Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Dieses Grinsen sah irgendwie komisch aus. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Das ist gut. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Ich glaube schon. So, wollen wir mal gucken. Ich habe ja jetzt was Neues bekommen in Sachen Ausrüstung. Ich glaube, ich muss auch bald mal wieder 12 von 20. Wo waren das? War das der Schal? Nee, hier fehlt mir nur die Stufe. War das ein Mantel? Ich meine schon. Gegerbt. Oh, der sieht cool aus. Warte mal, kann ich den? Das Ding in weiß, ne? Nicht schlecht. Gut, hat jetzt nicht so viel gebracht. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Oh, das ist aber lieb. Eigentlich irgendwas, wenn man das schafft, oder... Sehr gut. Wenn Sie nicht, wenn komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberanweisung nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Ah. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Das gefällt mir ganz gut, weil dann kann ich nämlich alles hier reinsetzen. Muss ich jetzt hier ran? Neue Zaubersprüche. So, warte mal. Zack. 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 Und was haben wir hier? Zwei benötigte Budget-Tränkestationen. Ah, jetzt kann ich mir aussuchen, welche. Ah, okay. Ich würde gerne... Das ist ganz cool. Dann stelle ich die doch einfach mal hier hin. Ja, Rot fällt jetzt nicht so auf. Das ist ganz gut. Wie viel kann ich denn machen?
Limit, okay. So, was brauche ich denn jetzt noch? Einen Pflanztisch. Nehme ich den in grün, würde ich sagen. Mit kleinem Topf, ja. So. Ich glaube, Pflanzen... Ich könnte die natürlich auch in die Mitte machen. Machen wir es doch mal hier hin. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen? Ja. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hoffnung. Schriftliche Beschreibung habe ich schon. Besorgt. Also Dekoration, okay. Möbel. Wissenschaftlicher Schreibtisch. Botanischer Schreibtisch. Ah, oh, den mache ich mal hier hin. Finde ich okay. Gotischer Schreibtisch? Nö, keine Ahnung. Statuen. Oh, die ist cool. Naja, vielleicht doch nicht. Vielleicht doch nicht. Okay, der sieht auch nicht schlecht aus, ne? Du hast bereits sein Budget für diesen Gegenstand. Ja, wo sehe ich denn das Budget? Ah, Budget, Pflanztisch, 1 von 1 beschworen, okay. Deke wird ihm bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Mache ich nicht. Können Sie mir mehr über Deke sagen? Er weilt noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Guter Wir Mann. Entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Oh, das ist doch süß. Deke hat viel Erfahrung gesammelt, hier in Hogwarts und auch auf seinem vorherigen Posten. Er erzählt Ihnen noch mehr, wenn er fertig ist. Und Sie werden gut beraten, seinem Rat zu folgen. Glauben Sie mir. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Auftrag abgeschlossen. Kann ich bestimmt auch skillen, dass ich zum Beispiel mehr Sachen machen muss. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Die Süße, davon habe ich mehr als genug. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Schon mehr als genug. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Wenn ich ein paar Jahre jünger wäre. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Ist trotzdem lieb. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Teppiche. Hä? Ah, okay. Bodendekoration. Wissenschaftlicher Teppich.
Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann doch nicht 5 Teppiche hier reinballern. Oder? Oh, das mache ich mal hier hin. Warum kann... Oh, wirklich... Muss mal gucken, ob ich das vielleicht woanders so umstelle. Weil ich hätte schon gerne hier so eine Reihe Dingsbums. Aber es ist halt überall, ne? Hin und her, obwohl ich da eigentlich nicht hin muss. Machen wir mal einen hier hin. Mal gucken. Machen wir hier mal eine Lampe hin. Wanddekoration. Ich will gar nicht so viel Dekoration haben, eigentlich. Ach, die ist ja lieb. Nachdenkliche Hexe. Kann die auch mit uns sprechen? Hausherrin mit Haushelfen. So, dann kriegst du auch eine Freundin. Hm? Super. Könnt ihr auch ein bisschen miteinander quatschen. Das ist ganz gut. Was haben wir hier? Ein junges Zauberers, der in eine Kugel starrt. Zauberer mit Zylinder. Der eine Hexe zeigt, die durch einen Zauberer recht verärgert scheint. Oh. So eine meckernde wilde Hilde. Das ist bestimmt ihr Ehemann. Wen haben wir hier? Geliebten Niffler. Noch. So, wir haben bestimmt noch mehr Wanddekorationen. Statuen anderer kurioser Objekte, Wandbehänge. Machen wir hier mal so ein Hirsch hin. Gute Arbeit. Machen wir weiter? Ja. Ich würde gerne wissen, wie ich mehr Dingsbums kann. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Das haben wir doch schon Sie können gemacht. Die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Bitte was? Hinterfrage ich jetzt mal nicht. Richten Sie den Zauberstab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus, ne? Hat auch was. Ändere die Farbe eines Gegenstands. Der bleibt gelb, aber den könnte ich vielleicht ändern. Eines Gegenstandes. Und wie mache ich das? Farbe ändern, ja. Ja, komm, machen wir mal schwarz. Das haben wir gemacht. Und jetzt ändere die Größe eines Gegenstands. Ja. Ah, das geht auch. Okay. Kann ich das verkleinern? Nee, ich kann nicht alles verkleinern. Okay, verstehe. Ja, doch, frisst viel.
Sind Sie für größere Herausforderungen bereit? Holy shit! Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Ja, bitte. Gotische Wandnische. Wissenschaft. Okay, das ist cool. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ah, das nicht so. Das hat was, das aber auch nicht schlecht, ne? Vor allem, wenn ich jetzt hier vielleicht Änderungen anhalten. Eine Anwendung auf alle Decken. Ändere den Balkon. Lumos. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Und den Boden. Oh, das ist schwierig. Gotisch, ich mag einfach gotische Zeug, aber Pflanze würde mir auch gefallen, also Botanik. Ich bleibe aber beim Gotischen. Dieser Raum könnte etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Ey, Mutti. Wärst du so nett? Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Ja, bin ich. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Der Raum soll mysteriös und gruselig wirken. Als wäre ich im verbotenen Wald, umgeben von Schatten. Oh, hervorragend! Okay, das ist echt cool. Das ist echt cool. Hm, was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Das ist cool. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Ja, durchaus. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Ich sehe deine kleine Farm. Da kommt der Farmer in mir. Egal, wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Sollte mich vielleicht auf Farming-Spiele konzentrieren? Weil ich eigentlich echt so ein kleiner Ranger-Farmer bin. Ich meine, welche Spiele liefen bei mir am interessantesten und am besten? Das waren meistens so Farmspiele. Dreamlight Valley. Farm Together. Stardew Valley. Ranch Simulator. Oh, damit? Jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich Ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass Sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn Sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können Sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Auch gut, dass da so ein Flohpulverbecken ist. Finde ich super. Doch, wirklich. Ich bin hier einigermaßen glücklich. Innendekoration. Auftrag abgeschlossen. Level up. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt will ich nochmal gucken. Talente? Ja. Ich will mal gucken, ob ich Raum der Wünsche da irgendwas machen kann. Was ist das? Enduros Trank macht dich unverwundbar und reflektiert Projekte auf... Hä? Ach, Trankstärke. Unsichtbarkeitstrankstärke. Dünger. Für jeden geworfenen chinesischen Kaukohl wird ein zweiter Kaukohl kostenlos erzeugt und freigegeben. Okay, das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Man hat Angriffen Maxima-Trank, zusätzlichen Schaden und erhöht die Fähigkeit. Ah, das sehe ich jetzt nicht so wirklich. Ich würde eher gucken, dass ich hier jetzt mal anfange, ein bisschen Schaden rauszuhauen. Protego-Absorption. Erfolgreiche Protego-Zauber gehören das ist auch nicht schlecht. Okay, das ist cool. Ja, das mache ich.
Basiszauber, Treffer reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Das ist eine richtig gute Sache. Gut. Ah, ich habe noch 2 Talentpunkte übrig. Nicht schlecht. Ich weiß nicht. Nur die Magieanzeige. Da kann man eigentlich alles mal mitnehmen. Revilio-Beherrschung. Erhöht die Reichweite. Oh ja, das ist gut. Was haben wir hier? Neues Zauber-Set wird hinzugefügt. Aber sehe ich jetzt noch nicht. Ich werde wahrscheinlich Basiszauberabsorption in der Luft. Basiszauber gegen Gegner in der Luft erhöhen die alte. Oh ja, das ist gut. Ah, der hat. Ah, okay, ich habe keine Talentpunkte mehr. Den Rest sehe ich jetzt noch nicht. An sich ist es schon schick. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Ich will mal gucken, wie das mit dem Botanik rum. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Hervorragend. Da bin ich mal gespannt. Also das Gotische sieht schon ganz gut aus, ja, aber... Das fühle ich jetzt nicht. Bei aller Liebe, aber das fühle ich nicht. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Kühle, moderne, warm und gemütlich wäre schön. Warm und gemütlich soll der Raum sein. Als würde ich in einem Krug... Ah, der ändert also theoretisch nur die des Dingsbums. Na, wie heißt's? Okay, verstehe. Ich wollte fragen, wie man das... Das Licht gewiss, sozusagen. Welches... Es wäre schön... Hervor! Und jetzt wird es einfach nur dunkel. Okay, das sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich bleibe beim Kühl- und Mondlicht mäßig. Passt mir ganz gut. Jo, das passt. Das passt. Dann würde ich auch die Aufnahmen beenden, weil das war jetzt... Ja, doch. Das war eine gute Folge. Hogwarts Legacy, der Raum der Wünsche. Ja, finde ich super. Und beim nächsten Mal werden wir mal gucken, was... Oh, weißt du was, kommen die 2 Minuten. Diptam, Malvenkraut, Wachstum... Zum Kaufen bei Magische Rübe. Ah, ich habe nur Dipkraut, ne? So, das braucht 10 Minuten zum Brauen. Wo ist jetzt hier? Hier fehlt mir noch was. Maxima-Trank, Unsichtbarkeitstrank. Da fehlt mir überall noch was, außer Maxima-Trank. Das passt. Ja, hier kann ich dann auch brauen und ich denke mal, ich werde es dann halt so machen, dass ich ihn wirklich als Zwecksraum benutze. Hier zum Beispiel eine Reihe von Pflanzbehältern und hier eine Reihe von Zaubertränken, dass ich da einfach Sachen brauen kann. Solche Sachen. Ja. Gut, beim nächsten Mal geht's weiter. Tschüss.